Oh, hallo, hallo, ich war heute grillen, daher die längere Pause. Jetzt komme ich noch relativ zeitig zur Arbeit. Ich habe gedacht, das wird erst so Viertel vor neun, aber wir haben tatsächlich erst 10 nach 8. Unsere Sallys macht um 8 Uhr auf, dementsprechend haut es hin. Und es ist der 18. Okay, ich wurde in-game gemoved, das ist schon mal eine gute Sache. Ich behalte beim Anlocken immer so ein bisschen den Teamspeak im Auge. Ich bin auch noch brav in meiner eigenen Dimension, wie es sich gehört. Okay. Ja gut, dass jetzt hier 100.000 Anrufe und SMS sind, damit habe ich fast gerechnet. Ach du Scheiße. Betty, Lola und Rodrigo haben alle drei. Herzchen, so. Gut. Hola Betty, ich hatte heute einen längeren Videocall nach Mexiko. Du hattest angerufen, ich hoffe, es geht dir gut. Okay, kopieren. Das ist den Betty. Dann hatte die Lola und Rodrigo. Ja, Lola und Rodrigo. Okay. Rodrigo. Safe Zone ist am Wochenende zu. Ich bin aber jetzt gleich bei Sallys arbeiten. So. Dann hatte die Lola angerufen. Und dann haben wir es erstmal von den Anrufern her, richtig? Betty, Rodrigo und Lola. Passt. Dann haben wir von der Julie. Okay, bis Mittwoch hat die sich abgemeldet. Die ist aber für den Bus eingeplant. Richtig. Da steht Julie bei. Gut. Ich möchte noch April und Nino mitnehmen, wenn ich kann. Und Ellie. Passt. Dann voll der SMS-Stress hier. Wenn man einen Tag nicht da ist. Okay. Am 18. müssen wir, achso, diese Woche Donnerstag Wäsche wegpacken. Der Foodtruck wurde vermisst. Okay. Und Betty schreibt, ich wollte wissen, was du machst. Ich bin gerade fertig mit meinem Job und hole mir noch schnell eine Pizza. Ah, sehr schön. Hat es gut geklappt?
Ich arbeite mich. Besser lese ich es da weiter ein. Gut. Okay. Sie hat ersten Mal Friseur, ich habe ersten Mal Strandbar. Dann ist doch die Welt in Ordnung. So, ich habe meine Kippchen dabei. Ich nehme jetzt meinen Fahrradhelm noch. Dann nehme ich noch ein Essen mit, weil ich ja scheinbar jetzt schon Hunger habe. Nehme noch ein Panini mit. So. Okay, abgeschlossen. Let's go. So. Bin mal gespannt. Im Prinzip kennen wir ja alles aus der Safe Zone. Was ich noch lernen muss, ist die Speisekarte. Und ja. Ansonsten ist es eigentlich nicht groß anders. So, hier ist scheinbar ein ganz guter Parkplatz. Naja, komm, komm mit dem Rad, das passt, Betty, das passt. Ja.
Hola. Hallo. Hola. Hallo. Zusammengesauft, ein bisschen Hola, Frohe. Destina. Hola. Welche Wie geht Nummer? denn euch? Oh, ganz gut. Und dir? Sehr schön. Eric. Mir auch. Ellie, das ist einmal die 499 320. Tatsächlich habe ich die. Wer ist es? Mit Jay aus dem Ellies. Ich habe mit der seit über einem halben Jahr nicht mehr gesprochen. Jay? Was will die denn von mir? Mit der habe ich das gesprochen, als ich hier eingereist bin. Doch, das war doch die, ne? Die Oder? uns da zusammen angesprochen hat im Sale, Ja, im Ellies. das war, wo du noch so rumgelaufen bist, als wärst du zu Yakuza gehören und würdest Leute schlagen und so. Soll ich mich so wieder anziehen? Ich mochte das. Aber jetzt bei dem Wetter ist das vielleicht nicht so Du, vorteilhaft. ich laufe auch im Anzug in dem Wetter rum, das ist gar kein Boah, Problem. nee, ich würde einfach sterben. Ich rufe einfach Meins. mal zurück, ich frage mal nach, was sie wollte. Das hättest du auch vorher machen können. Okay. Danke, Derek, ich brauche jetzt ein neues Ohr. Das ist in Ordnung. Oder ich Ein paar schraub mein. mehr beschädigte Teile in deinem Kopf ist Oder jetzt auch nicht so ich wild. nehme meine einfach ab, dann höre ich dein dummes Gelaber nicht mehr. Kannst du deine Ohren einfach abnehmen? Wie geht das? Ich muss ihn ja auch wissen. Kann mir irgendwo ein Klappmesser holen, bestimmt. Ach du Scheiße, nee, das tut Das tut weh. doch weh. Hunter, wir müssen da ganz kurz unter vier Augen. Ich glaube doch schon, das will sie mir jetzt sagen. Ich glaub nicht. Ich kann aber auch wieder so passiv-aggressiv werden wie damals. Oh nee, bitte nicht, das bringt dich doch nur wieder in Probleme. Ellie? Oh. Nee, nicht passiv-aggressiv werden. Du Und ist kannst doch aktiv. Das ist gerade nicht passiv-aggressiv, passiv, nicht das ist einfach aktiv. nur aggressiv. Das Deni ist aktiv. Nicht aktiv aggressiv, das andere, das Gegenteil. Hier, sag mal, schon mal, da, unter der Ah, Achsel, da. das kitzelt! Ja, ich weiß. Genau deswegen mache ich's ja. Jetzt komm mal Boah, her, du fette hoffentlich Pedo. rutschen dir deine Jetzt komm Ärmel mal ins her. Wasser. Ich bin ja ab 23:30 Uhr weg, ne? Für eine Woche. Ich weiß, ich hab's gelesen. Oh, in ganzen Siehste? Wochen? Ja. Oh. Dann werde ich vom SWAT in Miami wieder missbraucht. Okay. Kannst du mal das Abseilen vormachen? Kannst du mal die Aufgabe vormachen? Kannst du mal das vormachen? Am Ende bleibe ich da einfach ein Jahr lang, weil die mich als SWAT-Mitglied wieder Nee, rekrutieren. wollen sie nicht. Hör auf. Ich weiß, wenn ich am Samstag spätestens nicht wieder auf der Matte stehe, dass ich sechs Leute habe, die mich an den Haaren aus Miami rausziehen. Deswegen. Nee, sieben Rose ja auch, ne? Oh, ich muss dir noch was erzählen. Kurz Moment. Ja.
Na? Ohne? Ich hab noch mal ganz kurz geguckt, was wo ist, aber ja, nur ganz kurz. Links ist Essen, rechts ist Getränke. Ach, sieh. Der Getränkekühlschrank ist ein bisschen motzig, aber... ich weiß schon. Man muss es an den Flaschen stellen. Ja. So ein bisschen schräg. Mhm. Ah, Rodrigo. Ist noch keiner da sonst, ne? Ich habe jetzt nicht unten geguckt. Nee, ich glaube nicht. Okay. Dann ist Rodrigo den ersten. Kriegt er gerne gelb? C. Okay. Oder? Oder? Was hältst du von meinem Schnurrbart? Ist? Ja. Meine Meinung kennt er. Für dies ein blondes Schnurrbart? Ja, ich habe ja jetzt einen neuen. Ach so. Muss ich mal einen Blick drauf werfen, ne? Ja, gucken. Oh, den geht in Ordnung. Siehst du? Findest du? Ja, kannst du etwas weniger wackeln? Ach, hast du so ein Ziegenbärtchen auch unten? Ja. Ein bisschen am Okay. Ja, warum nicht, ne? Gitzelt vielleicht. Ich hatte vorher Vollbart. Hola. Hola, wie geht's dir? Wie geht denn dir? Mir geht's gut, hä? Heute war doch mein großer Tag bei Casa. Ah, sie, lief gut? Die waren sehr überzeugt. Fast 1,5 Stunden habe ich bei denen gesprochen, hä? Sehr schön, sehr schön. Aber haben sie es jetzt weitergeleitet, hä? Den klingt gut. Sie. Hast du Hunger? Oder Durst? Warte, man muss ja. Ich habe noch so viel Zeug gekauft, noch heute Mittag. Okay. Was habt ihr denn da? Ja, essen oder trinken? Oh ja, trinken. Trinken. Alkoholfrei oder Alkohol? Ich trinke alkoholfrei. Ne? Alkoholfrei. Dann haben wir Wasser, Cerveza ohne Alkohol, Cola, Sprunk, Limonaden, Hesties, Nachtschicht Energy, wovon du gestern irgendwie 20 Stück getrunken hast. Ginger Ale, Kaffee. Oder Säfte, Johannisbeer, Kirsch, Blaubeer, Orange, Ananas oder Apfel. Na klar. Hört sich echt gut an, alles. Aber nicht wieder 20 Energy trinken. No, ich glaube, ich nehme eine Energy lang heute. Hey. Einen? Okay. Alles klar. Nicht, dass ich heute noch abhebe, ne? No. Kann halt nicht mehr verkaufen, ist nur wegen Rezepte, muss hier halt noch ein bisschen eingearbeitet werden. Ich kann kein Englisch. Viel Spaß auf dem Sofa, Hunter. Boah. Dann kommen wir hinterher geflogen. Oh doch, ich finde dich. Ich finde dich, glaub mir. Wenn ich jeden Pidila in 100 Meilen abgrasen muss. Zu finden. Yes. Alistina? Sie. Kann ich dir helfen? Sie, ich suche einen Energy-Drink. Den ist nicht in Getränken. Im Kühlschrank fast leer. Oben sind noch ganz oben im Getränke-Kühlschrank. Okay. Sind aber fast leer, ist aber nachbestellt. Okay, ja, ich habe den gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Getränken. Okay. Der hängt, der hängt wieder. Sie. Buenas noches. Läuft gut, wir sind weg. Ja, ihr auch, hey, viel Spaß, natürlich. Viel Spaß euch. Gracias. Viel Spaß euch. Ich arbeite ein bisschen ein. Okay. Kannst du dem Senior geben? Ja, mach ich. Okay. Abschließend nicht vergessen. Dann, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich
würde sagen, gut höre, wenn ich es nicht interessant wäre, wäre es ja schlecht. Ja? Yeah. Hat was, irgendwas. Ich mag also diese... Wie nennt man das? So, einmal die Energy. Was ist das? Das sind Spaceballs tatsächlich. Ja. Kostet das? $5. Okay. Wen soll ich geben? Dem Senior. $5, eh? Vielen Dank. Senior Derek, das merke ich mir. So. Vor deinem Namen. Da wird sich euch alle hier noch angenehmen Abend, eh? Ja, dir auch, eh? Ja. Buenas tardes. Ich treffe mich dann mit Betty, ne? Okay. Mal schauen, was die noch machen will. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Wieso hasst du mich, wenn ich dich in die Fett-Torpedo einspeichere? Ach, es geht. Ich bin mittlerweile gewöhnt. Ey, Hunter und Nancy sind weg, ne? Nein. Nein. Lass das. Ja, Assistenz der Geschäftsführung, ich lasse das. Ich bin Assistenz der Geschäftsführung. Was heißt, ich bin nicht da? Ich bin doch da, willst du mich verarschen? Ey, du, so sporadisch wie du da bist, brauchst jetzt gar nicht anfangen, Herr Lewera. Doch, ich bin da. Jetzt komm mir nicht so. Nee, ey, hallo. Sonst müssen wir nochmal über deine Beförderung reden, willst du das? Welche Beförderung? Die von der Junior Servicekraft auf der Servicekraft nach einem halben Jahr. Wollen wir darüber reden? Herr Lewera? Machst du eine Rechnung vor dem? Ja, ich habe schon okay. Eingetragen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alle drei eine Rechnung. Mhm. Dann läuft den. Okay, jetzt muss ich es aber nochmal suchen. Eddie, nein. Jetzt Assistenz gut. Der Geschäftsführung. Ne? Mhm. Weißt du, mhm. Was du verdienst? Ja. Weißt du, was das Traurige ist? Ich will es gar nicht wissen. Das verdiene ich auf der Wilson Farm auch. Ich weiß, das verdiene ich auf der Unigrain auch. Ist der Landwirt 2? Ihr habt euch richtig lieb, kann denn sein? Nee. Ja, doch, wir haben uns richtig lieb. Was bist du da? Nein, ich habe überlegt, ob ich da anfange. Ah, jetzt habe ich den Energy auch gesehen. Ja, ich habe den ja, gesehen. Ja, es ist wie gesagt nur noch ein. Ohne ihn würde ich nicht können. Na. No. Ja, wir sind wie Geschwister, nur dass wir keine Geschwister sind. Na, no. Ja, den ist los. Sie sind ja unsere Eltern. Ach, okay. Ja, nein, sind sie nicht. Okay, haben wir... Hey, Derek und Ellie, Ward. Oh Gott. Und den ist dann wirklich einen sehr großen Familien. Was suchst du denn? Einen kleinen Ecken, wo ich mein eigenen Essen hinstellen kann. Ganz unten? Wir haben da im Bereich im Kühlschrank, müsste Mitarbeiteressen sein. Guck mal nach, da müsste auch ein Zettel sein, der den Bereich markiert. Mhm. Unter okay. Der Sahne. Hab ich's gesehen. Das Erdbeereis darf übrigens jemand essen, der am schnellsten. Dann stelle ich meinen dazu. Genau. Okay. Wie gesagt, das Erdbeereis darf der essen, der am schnellsten ist. Oh, ich hatte heute schon Eis, alles gut. Habe ich mitgebracht. Ich hab ein Telefon. Hola. Hola, das ist Dina. Hola, wie geht denn dir? Gut, gut. Und dir? Oh, sehr gut. Ich bin ein Probearbeiter, ne? Probearbeiter? Ja, oder Training. Sagen wir Training. Okay, bist du noch bei wie hieß der Laden jetzt nochmal? Noch bei Safe Zone bin ich fertig ausgebildet. Aber ich bin jetzt neu bei den Strandbar, Sally Siesta, auch bei uns in der Nachbarschaft. Kennst du bestimmt? Ja, kenne ich. Das ist doch wenn du die an Straße, dem dann runter. Richtig, wenn du an dem Friedhof runterfährst, kommst du zu deinen Tankstellen und dann quasi über den Highway immer kurz. Ah, verstehe. Sie ist in Cocktailbar am Strand. Aber wir haben auch lecker Essen. Ja, da war ich jetzt auch zum Essen einmal. Ah, sehr schön. Ja, das ist ein sehr gutes Steak. Ja, das ist quasi den Partners von Safe Zone. Hm? Also Safe Zone und Sally's ist sozusagen sehr stark Partners. Eh? Und viele Leute arbeiten dann bei beides. Ah, verstehe. Mhm. Ich habe eine Bustour gewonnen. Du musst mitkommen. Sieh, gestern war doch die dreijährige Party von Alice Transit. Oh, wow.
wusste ich jetzt gar nicht. Ach, hast du gar nichts mitbekommen? Okay, den Bus ist 3 Jahre alt geworden und die haben einen großen Party gemacht. Und dort gab es ein Rasenmäher-Zeitrennen. Du musstest so Rasenmäher-Slalom fahren gegen den Uhr. Und da hatte ich es besten Zeit. Oh, perfekt. Super. Sieh, sieh, sieh. Sieh, diesen Tourbus für den ganzen Abend. Also für einen ganzen Tag. Oh, cool. Sieh, wir machen mit. Du die machen? Ah, ich muss jetzt koordinieren, hm? Ich mache demnächst so ein SMS-Gruppen. Und dann machen wir hier Girls Night, hm? Oh, super. Aha. Ja. Morgen sehen wir uns bei der Fahrschule. Sieh. Perfekt. Ich habe eben auch diesen ellenlangen SMS gelesen, hm? Ja, ich habe auch noch eine gekriegt für den Bootsführerschein. Habe ich jetzt auch noch einen Termin am Dienstag. Okay. Ah, ich muss morgen ein bisschen lernen. Aber dann schaffen wir. Ja, bestimmt. Sieh. Und ich kenne ja auch eine Busfahrerin und dann haben wir wirklich nur Mädchen in dem Bus, eh? Dann, oh. Dann kann die Easy den Bus fahren und dann machen wir ein Mädchenabend, eh? Ja, perfekt. Sieh. Das wird super. Den kostet $1.800 normalerweise. Es hat mich voll gefreut, dass ich den gewonnen habe. Mhm. Cool. Weißt du denn schon, wo du alles dann langfahren willst? No, ich weiß gar nicht. Irgendwo, wo Party machen können, ne? So was lecker essen. Ja, da, in dem Bus auch, natürlich. Ich frag den Gigi, ob sie Musik machen kann. Mhm. Weil den Gigi hat so ein... sie kann DJ machen. Ich weiß nicht, ob sie so eine Anlage hat, den sie mit in den Bus nehmen kann. Oder ob sie den Anlagen in dem Bus bedienen kann. Ah, das organisieren wir alles, oder? Ja, wir machen demnächst so eine SMS-Gruppen. Und dann gucken wir. Weißt du denn, was für Musik sie spielt? No, ich habe sie noch nicht spielen hören. Ah, okay, weil so, ja, ich habe so, Mainstream ist nicht so ganz meins, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ich glaube nicht, dass sie nur Mainstream macht, ne? Okay. No, no. Kriegen so hin. So Mashups sind eigentlich, finde ich immer ganz cool und so, oder so Cover. Mhm. Mhm. No, den kriegen wir hin nicht. Wie gesagt, ich muss jetzt mit dem Bus erstmal fragen, wie viele Personas da reingehen. Und dann mache ich so eine SMS-Gruppen. Ja, perfekt. Sie ist hoffentlich, kann genug Leuten mitnehmen. Ja, hoffentlich. Also in so Bus werden schon ein paar reinpassen. Ach, sie. Sie, ich hoffe auch. Mhm. Aber kein Jungs. Nein, nein. No, no. Keine Jungs. nicht für den Tag. Nicht für den Tag. Danach gut. Kannst du mit Jungs machen, was du willst. Gut, dann sage ich den Jungs Bescheid. An dem Tag bin ich nicht erreichbar für euch. Sie. Ist diesen Mädchenabend. Mhm. Freue ich mich drauf. Mädchenabend ist sicherlich richtig. Sie. Irgendwo tanzen gehen, irgendwo essen gehen. Mhm. So Sachen. Weiß ich nicht. Ja, wenn ich weiß, wie viele wir sind, kann ich ja vielleicht nachfragen, ob wir, wenn ich bis dahin meinen Bootsführerschein habe, vielleicht noch ein bisschen Boot fahren. Sie! Oh ja, den klingt gut. Kann ich da vielleicht was organisieren dann noch? Oh mein Gott, den klingt voll gut. Mhm. Wenn ich weiß wann und wie viele, kann ich da sicherlich was organisieren. Oh, den klingt voll cool. Oh, den wird so cool. Mhm. Ja, schön. Ja, wenn du Lust hast, komm ein Steak essen oder so, eh? Ja, ich muss jetzt ganz mal kurz noch ein paar Sachen erledigen und dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Okay. Bis später. Ja, bis später. Viel Spaß und Erfolg. Gracias. Dir auch viel Spaß, eh? Gerne. Ja, ciao, danke. Ciao. Bis dann. Oh, heute mein Telefon ist Chaos. Alles gut. Ich habe den ganzen Tag Video gechattet mit hier meinen Eltern in Mexiko, hä? Huh? Ja. Und dann habe ich ganz vielen Anrufen verpasst und jetzt rufen die allen wieder an. Oh nein. Also, nein, ist okay. Ich habe halt den ganz vielen SMS zurückgeschrieben und jetzt rufen wieder an, weil die jetzt wissen, dass ich fertig bin mit Videocall und sie. Ah, du warst gestern gar nicht dabei, oder? Warst du privat da? Bei dem Bus? Nee, da war ich nicht dabei. Aber ich habe den Rasenmäherrennen gewonnen. Oha! Aha! Gracias! 22,76 Sekunden! Und ich habe einen Tagesausflug gewonnen mit dem Tourbus. Nicht schlecht. Sie. Und den wird super, eh? Wir machen einen ganz großen Mädchenabend. Ich kenne eine Busfahrerin und dann, ich lade alle meine Amigas ein. Das ist cool. Mhm.
Aber scheinbar, ich hab ihn schon gehört. Eddie, wann kommst du wieder? Hm? Du bist ein Wochen weg, hast du gesagt, richtig? Ja. Okay. Ich hab doch den Tourbus gewonnen. Ja. Ich wollte allen meinen Amigas einladen. Für Mädchenabend. Tourbus. Ja. Sie. Ich bin ab Samstag wieder da. Okay. Samstag ist eine gute Idee. Ich mache dem. Ich mache demnächst mal so ein SMS-Gruppen, ey. Okay. Okay. Ellie, einmal bitte hinten hingehen. Rainy, die fährt gleich, dass du das annimmst. Könnte das vielleicht mit einem Bitte kommen? Das wäre sehr lieb, Ellie. Bitte. Derek, ich habe auch die Leitstelle übernommen. Derek, wirklich, bitte. Habe ich dir doch bitte gesagt? Ja, aber das kam so fordern. Ja, sorry, ich leite doch nur das weiter, was Hunter mir eben gesagt hat. Ja, ruhig bleibe. Bitte wäre ganz schön so. Bitte, Ellie, danke. Willst du auf die Knie gehen? Nee. Ich mach schon. So, die Leitstelle habe ich. Okay. Aber hast du dann gestern wirklich verpasst, oder? War sehr cool. Samstag ist immer mein Wohnungstag tatsächlich. Ah, wo? Fast den. Da telefoniere ich viel mit meiner Familie aus der Heimat. Ah, fast den, fast den. Seh. Ah, den mache ich immer sonntags. Also nicht immer, aber sehr häufig sonntags. Seh. Viele haben diesen so einen ähnlichen Tag immer unterschiedlich. So, dann die Leute, die da gleich kommen, du kannst die ja mal machen und wenn was ist, helfe ich dir, okay? Okay. Ja, es brauchen nur ein bisschen, um den Kühlschrank so zu überblicken. Ja, der ist manchmal ein bisschen am Klemmen, das ist völlig normal. No, ich muss noch gucken, wie das System funktioniert, aber dann ist okay. Hola. Hallo. Hallo. Hola. Hallöchen. Ja, einen wunderschönen. Ola, ihr könnt euch ruhig setzen. Okay. Es kommt gleich jemand. Sie. Den ist ganz lustig. Den selbst auch nicht immer andersrum. Den Leuten laufen alle zum Ticken. Ja. Hier laufen alle zu Sitzplätzen, ha? Ja, also hier ist immer unterschiedlich. Manchmal kommen sie direkt an die Theke. Und manchmal laufen sie direkt zu ihrem Platz. Und okay. Oder so. Und das ist ja gar kein Problem. Ich lass die sich in Ruhe hinsetzen. Genau. Nehme ich gleich mein Notizblöckchen mit und dann geht das. Wenn es Getränke sind, die bestellen, die kannst du auch unten aus der Bar nehmen. Ah, okay. Dann brauchst du nicht extra hier hochlaufen. Und den ist gut, das ist gut. Ja, ich muss noch gucken, wie den Kühlschrankfächer, in welchen Reihenfolgen er das so gemacht hat und so. Und ja, alles ganz gut. Den dauert ein bisschen. Ah. Euren Garten ist ja ein bisschen größer als den von SafeZone. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du den von SafeZone kennst, ich hab den dabei. Der ist wirklich übersichtlicher. Das ist noch so ein kleines bisschen, das passt auf einen Zettel drauf. Ja, ich weiß, ich habe einmal, ich habe auch ein paar Monate in der Safe Zone gearbeitet. Ich also habe tatsächlich kurz bevor du da angefangen hast, habe ich da gekündigt. Ah, so. Ja, und also das ist so das Einzige, wo ich denke im Moment, mit den Speisenkarten, da muss ich es noch ein bisschen reinfinden. Nee. Ja, die ist hier ein bisschen so länger. Viele Getränke. Sie. So viele Cocktails. Aber den ist okay. Ich lerne den schon. Ja, irgendwann kann man das. Und mit den Getränken missen machen wir, richtig? Aber Essen kochen müssen wir nicht, weil dafür gibt es eigene Küchenkräfte. Genau. Okay. Wir machen das Essen nur warm. Sie. Und die Cocktails manchmal auch frisch, eh? Ja, genau. Je nachdem, ob welche gerade vor Vorrat sind oder ob sie nachgemacht werden sie. Müssen. Mit diesem Lager dort. Genau. Okay. Dann gehe ich mal zu unseren Gästen. Alles klar. Hola und herzlich willkommen. Mein Name ist Hallo. Destina.
Hallöchen. Ola, habt ihr schon einen schönen Abend? Jo, einen schönen Abend für euch, hey? Habt ihr so eine Vorstellung, was ihr möchtet, oder soll ich das ein bisschen erzählen von Speisekarten? Ja, also ich würde... Also, ja, bitte. Ich würde gerne einen alkoholfreien Cocktail nehmen. Mhm. Jemand etwas essen, sonst reden wir nur über Getränke. Also nein, ich würde einfach nur was zu trinken. Okay, ja, genau. Nur was zu trinken. Allen hast alkoholfrei? Du mal ein kleines Getränk, ja. Für alle alkoholfrei? Oh, nein. Okay. Ich mache erst dann den alkoholfreien und dann ist das vielleicht etwas leichter für uns. Also alkoholfreien Cocktails haben wir den Tropical Siesta. Das ist eine Beerenmischung, ne? Aus Johannisbeere, Blaubeere und Himbeere. Wir haben den Fruity Loop. Das ist Kirschen-Bananensaft. Oder dann möchte ich den Fruity Loop nehmen, der klingt gut. Okay, und den, wir haben noch den Siestas Keys, das ist ein alkoholfreien Pina Colada. Ah, den hatte ich auch schon mal, aber ich glaube, ich nehme den Fruity Loop. Genau, ich, das ist Kirschenbanane. Mhm. Und ich würde den ersten, den Tropical, nehmen. Okay, sehr schön. Der Tropical Siesta. Ja, was haben Sie denn Feines im Sortiment? Für die mit Alkohol. Aber natürlich. Mhm. Da hätten wir einen Swimmingpool, den Long Island... Na, davon habe ich schon 10. Okay. Den Long Island Hasty, den Pina Colada, den... Na, wissen Sie was, bringen Sie mir diesen Long Island Eistee, ja? Okay. Da haben wir Mango, Strawberry oder Blueberry. Achso, gibt es denn nicht die normalen? Da muss ich gucken. Also ich kenne nur den mit etwas fruchtiger. Na dann, wenn es nur die fruchtigen gibt, dann würde ich Blueberry nehmen, ja? Okay. Ansonsten, wenn es einen normalen gibt, würde ich Spätbein. Okay. Ich habe da schon mal einen normalen auch getrunken. Okay, ich schaue mal. Okay. Vielen Dank. Ja, de nada. Bis später. Dankeschön. Danke sehr.
So. Ja. Die Senorita in Rot, hattest ja. du den Siesta? Nee, ich hatte den... Den Fruity. Ja. Okay. Dann tatsächlich, wer hatte noch einen normalen Long Island für Senior? Ja, wunderbar, danke schön. Und einen Siesta, bitte schon. Ja, ich zahle das, gell? Zusammen sind den 41. Ja, gern. Kommen Sie mal noch ein Stück her. Das versuchen. Dann soll ich mal aufstehen? Ja, ist vielleicht etwas besser, weil ich habe ein bisschen Angst vor dem Feuer. Mhm. Verständlich. warte, ich komme raus. So. Okay, gracias. Wie viel war das? 41. Gracias. Oh, vielen Dank. Ja. Na, lass uns mecken. Danke sehr. Guten Appetit. Dankeschön. Hola. Hola, Destina. Hola. Wir haben noch gar kein Long Island Ice-Tee mehr. Haben wir keinen mehr? Nur noch Hellstee. Oh. Long Island Ice-Tee haben wir tatsächlich nicht mehr auf Lager, aber Long Island Hellstee hätten wir noch. Ja, das ah ist doch, wir haben noch. Entschuldigung. Ach, haben wir doch noch? Ach, Ellie. Ja, drei Stück, Entschuldigung. Dann gib mir mal bitte einen raus. Schwierig, ich bin dabei, das Frank unten. Okay, warte mal. Arbeite mal selber so. Ich, ja, dann greife ich jetzt einfach so dazwischen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich bin gerade in unserer Lagerliste, deswegen, das passt schon. So. Bitteschön. Ja, danke. Das macht einmal 15 Dollar. Vielen lieben Dank. Lassen Danke Sie es auch. Sich schmecken. Jawohl. Sie. Soll ich vielleicht ein Long Island missen? Ein paar? Ich glaube, die Long Island Ice Tea haben wir gar nicht mehr dabei drin. Die sind im Abverkauf. Ach so. Verstanden habe. Ah, oder dann. Ellie? Ja. Dann machen wir den nicht mehr nach. Beach Bar ist jetzt auch leer. Also da unten der Senior hat auch einen Long Island bestellt. Das war auch den letzten von Beach Bar. Alles klar. Also oh, scheiße, ich muss gucken. Zwei. Warte mal. Ja, guck mal, ob zu ist. Genau. Geht dir gut? Ja, danke. Sehr schön. Ah, mir auch. Es hatte heute einen langen Videocall und aber jetzt ein bisschen. Sie, hier. Ja, ja. Sie. So schön. Anatolis. Ganz am Entspannen hilft. Richtig. Ganz schön genießen, den Cocktail. Ja, so ist. Warst du schon unten mal? Mm. Unten Na, ist nicht auch sehr hübsch. Ja. Unten ist ein bisschen näher am Strand, hey. Nee, ich bin mal durchgelaufen. Ah, okay. Ja, cool. Ja, freuen mich, dass du gekommen bist. Ach ja, ich habe ja gerade nichts zu tun. Sieh. Ich muss wirklich ein bisschen lernen für Führerschein. Was? Ich muss wirklich für den Führerschein noch ein bisschen lernen. Ah, für den Führerschein. Hm. Hm. Noch dabei. Sie ist morgen, Theorien. Ja, okay. Mhm. Hm. Hast du schon. Ich habe meinen Führerschein ja auch gekriegt. Natürlich. Aber ein bisschen lernen. Ja, klar. Ich habe
die Theorieprüfung direkt danach gemacht, ohne irgendwie gelernt zu haben. Also? Kann man auch direkt den Fahrtest machen, den praktischen? Nee, ich glaube, dafür brauchst du einen extra Termin. Also. Ich glaube, das geht nur bei Theorie beides hintereinander. Oh. Okay. Willst du dann nur Auto machen oder auch Bike? Sisi, den Kombi. Beides. Ja, ist auch günstiger, als wenn du es getrennt machst. Den wurde mir genauso empfohlen, um 250 zu sparen. Genau, so ist es. Mhm. Und dann muss ja danach nur noch ein fahrbarer Untersatz her, ne? Ja, damit habe ich es tatsächlich gar nicht so eilig. Denn schon eine Idee, lieber ein Auto oder lieber ein Bike? Ich denke, erstmal ein Roller erreicht. Nee, ich habe mir so eine alte Kartoffel da besorgt. Ich denke, im Sommer ist ein Roller okay und dann für Winter oder so ist ein Auto schon besser. Hm? Ist dann geschlossen? Nee, da hast du recht, das stimmt. Ja, aber damit habe ich es jetzt nicht eilig, also. Ach, erst den Führerschein, dann sieht er. Ja. Natürlich, alles zu seiner Zeit, ey. Dann einfach ein bisschen sparen und dann. Richtig. Einfach fleißig arbeiten. Sie. Claro. Also hat ja DJ auch die Erlaubnis gegeben, in zwei Gastronomiebereichen zu arbeiten zu dürfen, ja. Naja, ich sage mal so, ich habe mit Gigi seitdem gar nichts mehr gesprochen. Eigentlich hat den Hunter mich hier reingezogen und gesagt, nur helfen uns jetzt. Und ich habe gesagt, okay. Aber ist ja schon seit Jahren Partners, also ich denke, das ist in Ordnung. Ja, verstehe, okay. Aber der Senior Hunter hat gesagt, er erzählt den Gigi das und ich weiß nicht, ob er gemacht hat. Na gut. Bei mir hat es ja auch geklappt. Natürlich. Und den Zeche ist auch echt cool, ey. Ja, ich bin da gerne. Ich fand den auch cool. Wenn da mal Musik läuft, dann ist es auch ja, deutlich angenehmer. Oh, das war so cool. Wir konnten da in Ruhe tanzen und so. Oh, das war so schön. Das war wirklich so. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir das Wochenende das nochmal machen können. Mhm. Ich werde jetzt morgen mal schauen, ob ich die Zeche aufmache. Mhm. Aber ich denke, in der Woche lohnt sich das nicht. Okay. Ist denn mehr so ein Wochenendengesichten dort? Eher, ja. Ah, okay. Also Live-Musik lohnt sich dann wohl erst am Wochenende. Oh. Und das war jetzt auch nur ein Mitarbeiter von uns, der das machen wollte. Okay. Und dann haben wir auch noch einen DJ dabei. Mhm. Ja, spannend. Aber ich denke, fürs Erste war das ganz gut. Oh, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich überall sein soll. Oh, aber Zessen hat mir wirklich auch gut gefallen. Ja, kannst du gerne öfters vorbeigucken. Natürlich. Gebe ich dir auch gerne mal einen Tequila oder so aus. No, gracias. Ja, wie gesagt. Ich bin ja noch auf Proben. Ich darf dich nichts ausgeben, ne? Na, alles gut. Ich muss erst den Probenzeit zapfen. Okay, ich gehe mal zurück zum Tee, genau. Ja, klar. Okay. Hola, Betty. Hallo, Destina. Wie geht denn dir? Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Ich war zur Untersuchung. Oh, no. Ach so, nur Untersuchung? Okay. Ja, war aber alles in Ordnung. Jetzt muss ich einmal in der Woche mir immer neue Tabletten holen. Ah, verstehen. Wie war denn Probenarbeiten? Gut. War jetzt schon zum zweiten Mal. Ach so, war das denn Reinigung? Ja. Beutereiniger. Okay. Warst du schon bei Downtown Cape jetzt? Ich habe vergessen. Ja, aber da kann ich nicht viel machen, weil ich ja den Personenbeförderungsschein nicht habe und deswegen habe ich auch mein Vorstellungsgespräch beim Bus abgesagt. Ach so, auch sudden. Und aber die laden dich wieder ein, wenn du den hast, ja? Und dann hat noch LS Taxi angerufen, irgendein Lami. Kennst du den? No. Ich habe auch erst verstanden, er heißt Herr Salami. Ich kenne von LS Taxi keinen Menschen, ne? Jedenfalls habe ich gefragt, wie ist der Name Herr Salami? Und dann hat er gesagt, der ist nur Lami. Okay. Und der meinte, das wäre nicht so wild, so, weil man das in der Ausbildung irgendwie wohl
vermittelt bekommt. Hm. Reicht das einfach mal rüber? Ja. Bitteschön. Wasser und der Kirschsaft. Wie bekommen Sie? Das wären einmal 11 Dollar. Ja, Moment. Vielen lieben Dank. Lassen Sie es sich schmecken. Ja. Bettina, ich verschwinde mal eben zur Toilette, ne? Natürlich. Kein Problem. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht doch nochmal beim LS-Taxi mir das angucke. Okay. Aber mit dem Bus, sie laden dich wieder ein, wenn du den Sign hast, ja? Nein, die haben auch gesagt, es würde so gehen, aber ich glaube, Bus ist nichts für mich. Ach so, warum nicht? Nein, ich weiß nicht. Okay. Das ist so die eine feste Strecke, weißt du? Natürlich. Der große Bus, vielleicht komme ich nicht um die Kurven richtig. Ah, okay. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, weil du fährst nur im Prinzip zwei verschiedene Kreisen. Hm? Du fährst entweder den Stadtkreisen oder den Nordkreisen. Und dann fährst du entweder links herum den Kreis oder rechts herum den Kreis. Aber irgendwann wird, glaube ich, langweilig. Also du hast ja schon im Prinzip vier Strecken, die du dir aussuchen kannst. Aber naja, so viel Abwechslung ist denen auch nicht. Eben. Und jetzt muss ich erstmal mich in die Gebäudereinigung einarbeiten und dann habe ich morgen, ach nee, nicht morgen, da muss ich nochmal anrufen. Jetzt habe ich halt noch ein Vorstellungsgespräch bei Winters Wäsche. Okay. Nächste Woche, ich habe noch niemanden erreicht. Okay, vielleicht okay. Dienstag, wenn da jetzt noch jemand ans Telefon geht. Mhm. Und dann ist es ja schon zeitlich ziemlich knapp, ne? Hey. Natürlich, ich muss gucken mit den Zeiten, no? Mit den Arbeitszeiten, ne? No? Wenn du so viel einen Job auf einmal machst, kann den wirklich eng werden. Das, man will ja dann auch allen gerecht sein, weißt du? Eben. Und das Gebäudereinigung macht mir schon Spaß. Ja, sehr schön. Mit Safezone und Sally Siesta, das funktioniert ganz gut. Weil Safezone ist halt nur bis 20 Uhr und Sally ist ab 20 Uhr. Und das ist ja perfekt, aber da bist du ist ja nur dies am Schuften. Ja. Also nicht jeden Tag, aber es haben zumindest die Möglichkeit. Hat mich ja schon ein bisschen genervt, dass ich nur 3 Stunden am Tag arbeiten konnte. Ne? Ja. Jetzt habe ich zumindest. Reinigen ist immer 1 Stunde. Jetzt habe ich zumindest die Möglichkeit, wenn ich es total durchziehe, sozusagen im Prinzip 7 Stunden zu arbeiten. Oh mein Gott, das ist viel zu viel. Ah, sieh, aber das ist den Maximum. Also ich könnte im Prinzip von 16 bis 20 Uhr den Saison machen und von 20 bis 23 den Sally. Dann hast du 7 Stunden. Aber dann kriegst du Burnout. Oh, ich weiß nicht. Wo ist Lola? Ich denke, sie arbeitet auch. Sie bei Friseur heute. Ach ja, richtig. Sie hat ja auch Einarbeitung, eh? Stimmt, das war ja heute beim Friseur. Mhm. Sie, sie. In Vespucci, La Catrina. Mhm. Sie. Oh Mann, ich habe mir heute diese Bluse geholt bei Jack's Empire. Sehr schön, ist den Grün. Grün und weiß. Schön. Gelb, oder? Beige. Gelb? Nicht ganz. Ah, den weiß. Licht hier ist etwas seltsam. Achso, Grün und Beige, ja, das kann sein. Ja. Ah, das, wir haben eine komische Beleuchtung hier. Hm. Ach so. Hm? Das ist schön. Hast du schon mit Rodrigo gesprochen? Worüber? Ja, über seinen Termin. Er hat gesagt, diese Mofak war sehr interessiert an seinem Konzept und sie haben weitergeleitet, aber mehr hat er noch nicht gesagt. Ja, das hat er mir auch erzählt. Er war auch nur ganz kurz hier. Also er hat auch im Prinzip nur einen Energy-Drink abgeholt und dann ist er wieder gegangen, ne? Hm. Was macht er denn? Weiß ich nicht. Jetzt muss er hierbleiben. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt. Ja. Ja, hat er vielleicht, keine Ahnung. Hätte er ja erzählen können. Aber vielleicht kümmert er sich jetzt noch um seine neue Firma. Aber er wirkte relativ zufrieden. Also er wirkte auf mich sehr fröhlich und er sagte, ist gut gelaufen, also sie. Ja, ja, wenn es eine Absage gewesen wäre, wäre ja da Schluss an der Stelle. Ja, richtig. Dann hätte er auch gesagt, er hatte gesagt, es ist abgelehnt. Aber er sagte, sie waren eigentlich sehr angetan, ne?
Aber ich weiß trotzdem irgendwie nicht, was er macht. Ich habe richtig zugehört da oben in dieser Kneipe. Naja, er wird es dann demnächst schon erzählen, so richtig. Richtig. Ich denke, den Mofak muss ich auch nochmal überlegen, ein, zwei Tagen oder so, und dann kriegst du ja bestimmt Feedback. Ne? Ja. Hola. Hi. Oh, jetzt kommen aber viele Gäste. Hola. So, hallöchen. Wo ist der Fettsack? Derek? Auf Toiletten. Ja. Dann. Okay. Assi. Die Parkplatzsuche bei uns wird immer schlimmer, Destina. Ich kann mir das vorstellen. Destina? Mhm. In meiner Bestellung ist genau eine Sache drin. Seh. Geh da bitte raus, schreib die bei dir auf. Okay. Geb dann Hunter oder Nancy morgen Bescheid. Oder ich schreibe dir schnell und ich gebe dir das Geld dafür. Okay. Weil ich finde es jetzt bescheuert, wenn die Bestellung nur für diese eine Sache haben, weißt du? Okay, aber schreib ein SMS. Ich übernehme deinen Posten. Ich schreibe die SMS und du... Ich übernehme einfach den Posten, okay. Das ist gar kein Problem. Ja. Dann verabschiede ich mich von dir schon mal bis Samstag. Sie. Sie. Und auf Herrn Levera warte ich noch ganz kurz. Okay. Ja, guten Urlaub, Es ist zwar kein Urlaub, aber dankeschön. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Hola. Hi. Hallo. Hallo, möchtet ihr etwas trinken oder? Ich hoffe. Habt ihr einen Hunger mitgebracht? Yes, sowohl als auch. Okay. Wir wollen uns unten irgendwo hinsetzen. Natürlich. Ich komme zu euch. Perfekt. Okay. Dann bis gleich. Sie. Hola. Gott. Möchten Sie jetzt etwas essen? Nein, ich wollte noch was trinken. Natürlich. Vielleicht so einen, Martini oder so. Martini. Na, wenn nicht, nehme ich noch so einen Long Island, gell? Ich überlege, was am nächsten drankommt zu dem Martini. Na, hat uns sich keine Zwang an, gell? Ich habe bestimmt eine Idee. Was halten Sie von einem Mojito? Nein, bleiben wir bei so einem Long Island. Okay. Aber eventuell jetzt haben wir wirklich nur noch den Hasty. Dann muss ich gucken. Ich guck mal, ob ich noch einen Pur finde. Oder. Ja, wenn nicht, und so einen. Ja, Mojito. Okay. Also ein Long Island oder ein Mojito. Okay. Genau, wunderbar. Okay.
So. Bitteschön. Tatsächlich ist leider gerade den Log Island ausgegangen. Oh, gar kein Problem. Aber wir haben auch einen Wein, wenn Sie vielleicht später einen Wein müssen, ne? So, da bin ich wieder. Okay. Na, gut zu wissen, ja. Komm, ich auf Sie zu. Okay. Den Mojito kostet 15. Gracias. Danke, danke. Das okay. Taschengeld, gell, das geht in die Sparbüchse. Natürlich. Gracias. Schönen Abend. Na, Ihnen auch. Wiederschauen. Ich glaube, den Senior hat einen sehr exquisiten Geschmack. Inwiefern? Er fragte nach Martini und Long Island, aber ich glaube, Long Island ist wirklich aus. Und Martini in der Form haben wir nicht, richtig? Nee, das Einzige, was wir vielleicht irgendwie machen könnten, wären Margaritas. Ist es irgendwie ein Problem, wenn einer von euch mit runterkommen könnte? Weil wir sitzen da und warten, wie er kommt und so. Hola, schönen guten Abend. Ja, hi. Entschuldigen den Verzögerungen, den Ticket war etwas beheftigt. Neben dich. Ja. Wollt ihr etwas essen oder trinken? Also, ich würde auf jeden Fall eine Coke, eine Portion Pommes und eine Steakplatte nehmen. Okay. Coke, Pommes und Steak. Alles klar. Den Senoritas? Ich würde eine Cola nehmen. Okay. Und einen Wrap. Okay. Und dann nehmen wir nochmal für eine andere Freundin noch eine Cola und auch eine Steakplatte mit Pommes. Und eine Steakplatte mit Pommes. Okay. Okay, waren das? Würde. Weiß es gar nicht. Was habt ihr? Hunger oder Durst? Beides. Also, trinken jetzt nicht unbedingt, aber okay, ich Wasser essen. Nehmen. Wir haben gefüllten Champignons, mit Feta gefüllt ist den. Auberginen mit Käse überbacken. Diesen Steakplatte, den schon bestellt wurde, das ist Rindersteak mit Pommes oder Veggies. Wir haben ein Rinderfilet in Rotweinsoße. Dann nehme ich einfach das. Ein Rinderfilet? Nee, ich nehme das erste mit den Champignons da. Achso, gefüllten Champignon. Ja. Okay. Alles klar. Bring ich euch. Vielen Dank. Bade Problem. Bis dann. Buenos tardes. Mein Name ist Destina. Was kann ich für euch tun? Ja, gute Frage. Ladies first. Okay. Gerne das mit der, was war das, mit der Aubergine? Die gefüllte Aubergine ist, ne? Gegrillte Aubergine, genau, das ist mit Käse überbacken. Ja. Jetzt muss man kurz hier raus. Okay. Ich wollte ihm keine Panik machen, ne? Er hat wahrscheinlich einen Anruf bekommen. Ah, so. Weißt du zufällig, was er mag? Er nimmt immer durch unterschiedlich hier. Ah, okay. Dann warten wir kurz. Ansonsten würde ich als Getränk. Was habt ihr als mit oder Cocktails? Alkoholfrei? Wir haben den Tropical Siesta. Das ist eine Mischung aus Johannisbeerensaft, Blaubeerensaft und Himbeerensaft. Wir haben den Fruity Loop, das ist Kirschenbanane. Oder wir haben den Siestas Kies, das ist ein alkoholfreier Pina Colada. Dann nehme ich den. Ein Kies, okay. Mhm.
damit er ein bisschen schneller geht, vielleicht dein Freund kann einfach gleich zur Deko hochkommen. Dann fange ich schon mal an. Ja, das. Ja. Wenn es das eine kalt, wenn er dann seins kriegt, ist auch doof. Okay. Können Sie vielleicht dann gleich nochmal. Ich komme nochmal wieder, das ist auch kein Problem. Alles klar. Ach, guck mal. Wow. So. Hi. Ola. Was hast du jetzt bestellt? Gegrillte Aubergine und ein Kies. Sie ist das Kies. Okay, dann. Haben Sie auch Hunger? Das war nochmal der mit der bärige alkoholfreie Cocktail. Das ist Tropical Siesta. Johannisbeere. Genau den. Blaubeere und Himbeere. Okay. Genau, den einmal und eine Steakplatte. Okay. Steakplatte und Tropical Siesta. Bringen wir hin. Perfekt. Okay. Guten Abend. Was kann ich euch denn Schönes bringen? Ein Cuba Libre. Ja. Ja. Beiden Herren. Die Steakplatte. Mit Pommes oder Wedges? Pommes rot-weiß oder nur Pommes Gewürz? Irgendwas mit Alkohol? Wir haben eine Menge. Ich würde einfach mal irgendwas empfehlen, weiß nicht. Ja, Long Island Tasty Blueberry, Sex on the Beach, Cuba Libre, Gin Tonic. Okay, dann nehme ich auch mal eine Kai Pirinha. Hatte ich glaube ich noch nicht. Wer passt da zu mir? Ja. Zwei Cuba. Diabetes. Okay. Für den anderen Herrn? Ich hätte gern Gin Tonic. Und was habt ihr so eine Steakplatte oder sowas, ne? Genau. Oder auch Rindfleisch in, also eher gesagt, ja, Rinderfilet in Rotweinsauce. Das klingt auch gut, dann nehme ich das mal. Geht das alles zusammen? Ja. Okay. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr schon Platz nehmen. Ich bringe euch das gleich. Alles klar. Kurze Frage, ist es dreistellig? Dann muss ich nochmal zum ATM. Ich habe auch noch was da. Jetzt mach dich nicht scheiß hier. Nein. Ja, ist, ja doch. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, ist nicht dreistellig. Gut, alles klar. Dann okay. Danke, bis gleich. Kein Problem, bis gleich. Du auch noch, Leo?
So, hola. Hola. Ja. Ihr hattet 3 oder 4 Coke? Jetzt bin ich verwirrt, weil jetzt viele Leute sitzen. 3. Ah, okay. Und Wasser. Okay, den Wasser muss ich noch rollen kurz. Aber kommt sofort. Okay. Du hattest einen Coke? Ich hatte ein Wasser. Achso, dann muss ich es noch holen. Okay. Dann den und den, bitte schon. Wasser kommt sofort. Mhm. War das ein Krug? Ja, scheinbar. Ja. Und das Deckplatte kriegst du auch noch mit. Weißt du es? Bitte schon. Das ist ein guter Ausfall, oder Kim? Ja. Den Senior wollte auch ein Steak, richtig? Genau, mit Pommes. Natürlich. Wer hatte den Wrap? Ich. Eine blauen Kleid. Mhm. Telefon. Und dann die Champignon. Dankeschön. Dann noch ein Wasser. Und dann haben. Vogel. So. Bitte so. Dankeschön. Kein Problem. Das ist verstehen, aber toll. Wollt ihr zusammen zahlen? Ja, ich zahle alles. Okay, den sind 86. 86? Mhm. Das kriegen wir. Soll ich aufstehen? Das ist ein bisschen schwierig mit dem Feuer, hä? Hey? Gracias. Lasst euch schmecken. Machen wir. Ola! Hallo. Es wird bei den Steakplatten bei beiden einmal die Pommes vergessen. Mhm. Ah, sieh. Kriegst du noch? Alles klar.
So, den Pommes noch, natürlich. Ja. Wer braucht einen Senior und? Ich und die Dame neben mir rechts. Alles klar. Genau. Den tut mir sehr leid. Den hat nicht mehr drauf gepasst. Bitte so. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. So. Meine lieben Sachen. Die gute Frau hatte den Kies mit den Auberginen. Richtig? Ja. Okay. Und den Pommes kommt noch, Senior. Das passte nicht mehr drauf. Ja, alles gut, kein Stress. Kommt sofort. Kommst du zurecht, Destina? Sie, ich muss nur immer noch den Preisen kurz auf, checken. Ja, das ist völlig in Ordnung. Steakplatten ist 21. Das muss ich auch noch. Steakplatten 21. Sie ist, versuche mal im Kopf zu rechnen, während ich den Kuchen. Okay. Also während ich es warm mache, versuche ich es immer schon zu rechnen, ne? Dann unterbreche ich dich mal. No, nicht. Allen gut. Kies und den Alkoholfreien sind allen bei 13. Okay, dann 13. Es muss aufholen mit den Eintragen im Kassensystem, ich weiß. Tropical Siesta, auch 13. Ach, sie. Den sind 21. Und den ist 21 und 13, 34. Den ist 50, 55. Okay. So, ein ganz frischen Pommes. Perfekt. Sí, claro. Geht zusammen? Theoretisch ja, mir fällt nur gerade auf, ich habe das Geld zu holen. Ich habe 50 Dollar dabei. Reicht das? Dann fehlen nur noch 5. 55 ist zusammen. Hast du dann gar kein Geld? Ja, ich wegen Losverkauf. Ich habe immer alles komplett eingezahlt gehabt. Bin sofort wieder da. Okay. Ich gehe einfach mit hoch. Er macht den Zorn. Ja, er kommt ja sowieso da dran vorbei. Richtig. Lass uns mecken. Ja, so, jetzt trage ich den Kassen schnell nach. So, ich übernehme den Americano. Kaffee.
Italiano war der, nix Americano. Okay, Mojito. Ah, 1 Sekunde. Okay. Gracias, lassen euch schmecken. Jo, danke. So, das war den. Heute haben wir echt volles Haus. Ach sie. Deswegen komme ich jetzt auch erst dazu, in Kassen einzugeben, ne? Ich schreibe immer auf meinen Papiernotizen. Mach genauso, wie du es für dich am besten kannst. Richtig. Weil alles am Ende auf dem Konto ist, ist ja alles in Ordnung. Richtig. Am besten kann ich es immer den Papiernotizen machen und dann in den Kassen eingeben. Wenn mal kurz Zeit ist dazu. Ansonsten im Zweifel, ich habe immer den Blog vollgeschrieben, ne? Okay. Siesta Fruity Loop haben wir ja. Siesta Fruity Loop haben wir. Mojito haben wir. Long Island haben wir. Den Italiano haben wir. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Okay, dann haben wir hier so mal Häkchen dran. Dann dreimal den Cook. Cola. Dreimal Cola. Steakplatten. Muss ich Pommes dann auch separat, weil es ist ein separates Produkt? Also ist nur wenn die Pommes einzeln bestellen. Okay. Wenn die Pommes zur Steakplatte mit dazu bestellen, dann musst du das nicht eintragen. Also das ist ein Steakplatte Mietbeilage in den Kassensystem, ja? Genau, und wenn die Leute Pommes oder Wedges auswählen, dann musst du es nicht eintragen. Aber sagen wir mal, die würden eine Portion Pommes einfach so bestellen, die trägst du dann ein. Okay. Aber ich habe Pommes und Wedges dazu geliefert. Genau, also wir machen die dazu. Na klar. Ja, sie hatten sich kurz beschwert, weil den Pommes nicht mehr auf den Tablet gepasst hat. Einfach Freunde. Aber sie, natürlich, aber sie haben ihn ja mit 4 Personas bestellt. So viel konnte ich nicht aufladen. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja, du hast keine 3 Hände. Richtig. Oh, Telefon, da muss ich einmal kurz ran. Mhm. Hallo. Steak, Platten, ein Rap. Ein Wrap und ein Champignon. Wrap. Und ein Champignon. Champignon. Dann ein Aubergine. Ein Kies und ein Tropical Siesta. So. Das sind die 83, 86. Und 100. Oh, 86 und 86, 55 und 14. 182. Passt. Sehr gut. Passt genau. Okay, passt genau den Kassen. Sehr gut. Okay, ich würde kurz einzahlen. Mach das. Okay.
Na? Mola. Ja. Ich fahre jetzt nach Hause. Okay. Gute Nacht. Ja. Bis morgen. Sie, bis morgen. Mach's gut. Schlafen schön. Ciao, ciao. Und wieder den gleichen Weg. Natürlich. Hört er mich durch die Scheibe? Hallo. Ich denke schon. Hola. Ich passe in jeden Fall. Hast du gerade selber gesagt, dass du nicht reinpasst? Nein, also da, also doch, ich passe überall rein. Violet, und außerdem ohne mich wird dir da was fehlen. Die ersten zwei Wochen wäre super und dann wird euch allen wird der kleine Autist fehlen. Das ist schon doch irgendwie. Das stimmt nicht irgendwie, das stimmt vollkommen. Ja, hi. Das stimmt, du hast recht. Hi, was kann man euch bringen? Hi. Die rothaarige Hexe darf kein Alkohol trinken heute, auch wenn sie sagt, sie darf, aber sie darf nicht. Okay. Eine Flasche Tequila. Eine Flasche Tequila, okay. Nein, das war ein Spaß. Nein, sie darf Alkohol trinken. Darf es noch was dazu sein? Ja. Egal, was sie bestellt, das geht auf meine Kappe. Ich war heute böse zu ihr. Okay. Übertreib's nicht. Wenn hier Champagner oder so fällt, haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Warum so geht heute? Ich bin... Doch, ich nehme so einen Caesar Wrap noch. Ein Caesar Wrap, okay. Hi. Hola. Hi David. Wo ist ein Hai? draußen im Meer. Bestimmt. Oha. Nicht schwimmen jetzt. David, ich gebe dir gleich dein Zeug. Geil. Hast du auch noch für mich was übrig? Also ich natürlich. So ein bisschen. Ein bisschen Zeug. Hola. Hallo. Was geht ab, Eva? Möchtet ihr etwas essen und trinken? Wir haben schon bestellt gerade. Ah, okay. Perfekt. Genau. Was rechts, Kim? Ja. Ah, okay. Was geht ab? Du siehst aus wie eine Kriminelle. Weil du kriminell gut aussiehst. Ja, ich kann es so unangenehm für alle Leute und alle Beteiligten machen, das ist so gut. Ja, bei dir? Dann hast du so viele Tattoos. For real? Musst du öfters so rumlaufen? Wer ruft denn an, Mensch? Beverly von Beverly Records? So. Bitte schön. Dankeschön. Ja, kann ich machen. Und die Flasche Tequila soll ich Ihnen auch erstmal geben? Oder ja, dem Herrn? Nee, auch ihr. Ihm am besten. Nein, ihr. Nein, ihm am besten. Dann geben Sie es der Rothaarigen. Ja. So, das macht einmal $78, bitte. Stimmt so. Vielen Dank, lasst es euch schmecken. Danke. Na du?
haben. Ich würde sagen, schon okay, aber es ist... Wir sind selten zu zweit unterwegs, also nee. Letztens sehr betrunken in Litas, oder? Ja. Wenn ich auf den Toiletten gehe, gehe ich auf denselben wie oder in den Küchen? Kannst du dir aussuchen, wie es dir lieber ist. Okay, dann besser in Kuchen. Okay, bis gleich. Ah, da sind bestimmt viele Leute. Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Gehe ich nämlich jetzt eine rauchen ganz schnell. Irgendwo zwischen 22 und 23 Uhr ist irgendwie so Open End, ne?
So, dann rufe ich noch eben schnell die Liste auf. Sally, Rezepte. So. Guck ich mal, ob ich Martini mixen kann. Für den Österreicher. Rezepte. Steuerung F. In Tabellenblatt suchen. Martini. Null. Gibt nicht. Wir haben keinen Martini. Okay. Ola? Dann. Ja, dir noch einen schönen Abend. Ihr kriegt bestimmt wieder so, ne? Gehen schon. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke aus. Buenas noches. Danke, auf euch auf. Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt gucke noch mal unter, ne? Alles klar. Hast du noch was? Nee, nee, danke. Okay. Hola. Hi. Seid ihr glücklich? Oder braucht ihr noch etwas? Ich brauch nichts, danke. Okay. Oh, alles klar, danke. Ja, ja, nee, ich ja, ich muss noch überlegen, aber nee, ist okay, stimmt schon. Wenn ich jetzt noch was trinke, dann kann ich nicht mehr fahren, ist schon richtig. Okay. Ja, alles super. Okay, passt. Ja. Hola. Tod ist tot. Ja. Keine Frage. Anstatt und so weiter, aber... Achso. Seid ihr glücklich? Braucht ihr noch etwas? Na, wir bekommen gleich. Wir bekommen gleich. Ah, okay, perfekt. Okay. Merci. Boah, aber ey, das war echt nicht böse, mein Feuer. Hola. Hallöchen. Bist du glücklich? Brauchst du noch etwas? Was habt ihr denn? Wir haben noch was zu essen, wir haben Getränke. Was interessiert dich? Irgendwas Alkoholisches vielleicht? Ah, sieh. Wir haben einen Swimmingpool, Long Island Iced Teas, wobei das ist den Hasty mit Geschmack. Den Long Island an sich ist ausverkauft. Pina Colada, Cuba Libre, Sex on the Beach. Cuba Libre nehme ich. Cuba, okay. Den Senior? Hey, ich habe von gerade eben noch. Ah, okay, perfekt. Den anderen Seniorita vielleicht? Ja, nee, nee. Okay, dann nur ein Cuba Libre. Genau. Okay.
bisschen. Seid ihr glücklich? Braucht ihr noch etwas? Ich bin bedient, aber Spencer, du? Ich auch. Okay. Was essen noch würde ich nehmen. Ach sie. So eine Steakplatte wäre gut. Mhm. Die da mit Pommes? Ja. Wir haben noch Wedges. Nee, Wedges mit Wedges. Okay, ein Steakplatten mit Wedges. Und irgendwie eine Coke, Coke dazu. Okay. Coke, Steakplatte mit Wedges. Kriegen wir hin. Vielen Dank. De nada. Ich bin sofort wieder da, Destina. Ich muss kurz was zur Müll werfen. Alles klar. So, kann ich dich noch irgendwo irgendwie einarbeiten? Hast du Fragen? Wir müssen nur was sein, ist wie bei Selbstzone auch am Ende wieder aufholen, oder? Machen das auch Nein. den Kuschenleuten? Das machen wir auch. Also je nachdem, entweder machen das ein paar aus der Küche oder wir. Je nachdem, wer gerade mal Zeit hat. Also wir machen das eigentlich nicht nach der Schicht, so wie in der Safe. Ah, okay. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du irgendwie mal nachmittags schon Zeit haben solltest oder vormittags, ich weiß es ja nicht, dann könntest du das zum Beispiel mal machen, dann stempelst du dich ein, dann machst du das und dann fertig. Ah, okay. Du kannst das aber auch nach der Arbeit machen, wenn du möchtest, aber ich würde dir empfehlen. Ja, nach der Arbeit ist schwierig, weil die Insisten sind ja hier sozusagen Open-End, genau, oder? Genau, es ist, genau. Obwohl, nee, bis 23 Uhr haben wir. Ah, okay. Normalerweise. Bis 23, okay. Genau. Es sei denn, wenn, sagen wir jetzt mal, heute wären nicht so viele Leute da oder fast gar keine, aha, dann würden wir auch sagen, okay, wir machen um 22 Uhr zu, weil sonst rentiert sich das halt nicht. Okay, also normalerweise bis 23. Genau. Okay. Und dann ist ganz gut für mich, weil gerade sonntags ist ein bisschen schwierig immer so, ne? Und, genau, dann mache ich, dann kümmere ich mich um das Ausfüllen so irgendwann sozusagen. Genau. Nicht irgendwie noch kurz vor Mitternacht ist, oder so. Nee, nee, also so wie es dir passt. Also okay, sehr schön. Am besten nicht, dass du natürlich nicht um Mitternacht hier alleine stehst, ne? Wollen ja nicht, dass du irgendwie überfallen wirst oder sowas. Sieh, sieh. Nee, aber dann ist es an guten Sachen, wenn du dann nachmittags oder mittags machen kann, sowas. Genau. Zum Beispiel April, die hinten in der Küche arbeitet, die arbeitet auch gerne mal nachts. Ah, okay, faszinierend. Die steht dann in der Küche und macht dann Wraps fertig oder so. Mhm.
Okay. Also aufholen ist immer so ein bisschen um die Öffnungszeiten herum. Genau. Nicht unbedingt zu Siehstende. Genau, und dann, wenn es halt wirklich eher vonnöten ist, weil die Getränke und was wir an Essen haben, ist meistens ja immer sehr viel, was wir schon aufgefüllt haben. Richtig, richtig. Es sei denn, jetzt bekommen wir eine Massenbestellung an Steakplatten rein, ne? Dann müssten wir das auch während der Schicht nochmal wieder neu auffüllen. Okay. Das würde ich dann aber machen und es dir dann einmal zeigen. Alles klar. Na, dann schaffen wir das. Genau. Ich mache quasi unten so in den zweiten Runden. Sehr schön. Sie. Bis gleich. Sie. Oder? Oh, es gibt pardon. Zum Beispiel so Momente. Was geht? Ein Cuba Libre geht. Genau. Ja, ich dachte, der läuft. Der läuft bestimmt auch gut. Bitte so. Dankeschön. Den Nada, den sind 15. Gracias. Sehr gerne. Bis später, lass uns schmecken. Dankeschön. So, Kuck und Platte, Ja. Diesmal hat auch alles drauf gepasst. Sehr schön. Bitte so. Und so. Meat Wedges. Bitte so. Was macht das? Den ist 26. Ja, bitteschön. Gracias. Lass uns mal gehen. Gracias, danke. Si. So. Und wieder Kasse. Guten Abend. Hola. Guten Abend. So, also unten hat jetzt quasi schon den zweiten Runden. Mhm. Die Dame, die jetzt runtergeht, die übernehme ich gleich. Okay. Sehr schön. Cuba Libre hatte ich, glaube ich, noch nicht auf den Rechnung. Ne? Cuba. No. Cuba Libre. Man sollte auch richtig schreiben, ne? Cuba Libre. 15 Dollar sind das. Si. Cuba Libre, dann ein Coke und noch ein Steakplatten. Cola. Ja. Und ein Steakplatten. Mussten 223 sein. Irgendwas fehlt.
So. Oh, Handy, Leitstelle. Hola. Hallo. Könnte ich vielleicht was zu essen bekommen? Na, Dulis. Okay, dann. Ich kann Ihnen erzählen. Tagessuppe, bitte. Tagessuppe, Moment, wir haben keine Suppen. Wir haben Crème Brûlée, meinen diesen? Wie? Wir haben Crème Brûlée, meinen Sie diesen? Crème Brûlée? Nee, ja, das. Nee, das ich kann Ihnen erzählen, passen auf. Wir haben gefüllten Champignon mit Feta. Wir haben gegrillte Auberginen mit Käse überbacken. Das nehme ich. Das hört sich gut an. Es geht noch weiter. Warten Sie, es geht noch weiter. Wir haben Steakplatten mit Pommes oder Veggies. Oder ein Rinderfilet in Rotweinsauce. Oder ein Caesar Wrap. Das ist mit Salat, Tomate und Parmesan. Dann haben wir Crème Brûlée und Cheesecake. Dann nehme ich das. Was denn jetzt? Ja, also die Aubergine da. Okay, eingegrillten Auberginen. Ja. Ich dachte, ich könnte Sie für ein Steak begeistern. Nee. Zwei Auberginen? Ich weiß nicht, wo kommt das denn her? Was ist das denn? Da fragen Sie mich was. Ich habe heute meinen ersten Tag. Von der Kuh. Das ist schon mal nicht schlecht. Sie. Nein, wo genau herkommt. Ich würde vermuten von Grapeseed. Ne? Also mittlerweile kann man ja auch Fleisch im Labor züchten. No, ich würde vermuten, es kommt von Grapeseed, aber Sie. Das wäre ein Wunschdenken. Natürlich. Zwei Auberginen. Ja, bitte. Okay. Saffen nicht. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend, hallo. Alles gut bei Ihnen und wie läuft's? Oh, heute ist ganz gut. Ist immer gut besucht, oder? Ja, es kommt immer drauf an. Also wir haben auch mal Tage, da ist es an einem Sonntag tatsächlich sehr leer. Oh, einmal. Also nicht, ja. 5.09.10.20 Celsius. Entschuldigung, dass ich so unterbreche. Kein Problem. War nur ein Funkspruch. Tschüss. Ciao. Schönen Abend noch. Also ja, manche Sonntage, da ist tatsächlich nicht sehr viel los, aber heute ist gefühlt wieder volles Haus. Ja, aber das tut dem Geschäft auch gut. Auf jeden Fall. Richtig. Ich hoffe doch, bei Ihnen ist auch alles gut. Oder? Ja, natürlich. Den Senior wollte wissen, wo den Rindfleisch her ist. Ich hatte gedacht, es kommt aus Grapeseed. Dann müsste ich eigentlich auch mal Hunter und Nancy fragen. Sehen Sie, ist eine schwere Frage, ne? Es ist schon eine gute Frage. Richtig. Sie können ja sagen, aus bitte tun. Oder sonst was, ne? Also das ist. Ich weiß es nicht, ich habe meinen ersten Tag. Das stimmt, du kannst das noch nicht wissen. Richtig. Zwei Auberginen sind $16. $16. Sie. Genau, okay. Dann kriegen Sie hier. Aber wie ist denn Ihr Tag, Officer? Ja. Gracias. Ich war im MD, hab ein bisschen Nachuntersuchung gehabt und jetzt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen unterwegs. Oh, es hoffen gute Besserung, ne? Ja, danke vielmals, ja, genau. Alles gut. Ich werd's der Brechstange ausrichten. Oh no, Brechstange. Oh. Oh. Nicht schön. Den klingt nicht gut, oder? Ja. Ist alles gut. Okay. Ja, Hauptsache, jetzt ist wieder in Ordnung, ey. Ja. Entschuldigung. Auch vor der Brechstange sah das schon scheiße aus. Also. Okay. Den haben Sie gesagt. Ich wollte gerade sagen, Sie sehen super aus. Ja. Genau. Na, wenn ich den sage, dann heißt es wieder Beleidigung, ne? Nee, überhaupt nicht. Was? Wie Beleidigung? Was für eine Beleidigung? Okay. Ich habe ja auch nichts gesagt. So, dann werde ich die. Da zieht einer um. Ich dachte, der hat wie Mr. Bean so einen Stuhl oben drauf. Das Moment. Oh nein! Mr. Bean! Sie haben gerade eine Erinnerung in mir geweckt. Ja.
Ah, den hat ein Mini Cooper, ne? Ja. Richtig, ich erinnere mich auch. Schönen guten Abend. Hi, wissen Sie, was wir erst gedacht haben? Dass ich Sie haben einen Stuhl wie Mr. Bean auf dem Auto drauf haben. Ja, so in etwa. Hola! Im ersten Moment. Anderthalb Jahre oder so, ja. Cooles Auto. Mega, ich finde auch. Ich bin immer noch nicht ganz einig, welche Farbe ich das mal... Gold. Gold. Ein goldenen Cooper. Sieh. Auch eine Idee. Ich war schon mal nicht am Überlegen tatsächlich, aber Gold ist ja ähnlich, ja. Ja, ich glaube, den vergolden wäre auch eine lustige Sache. Hi. Hola, wie geht denn dir? Ja, den Umständen entsprechend. Oh, ist gerade nichts vorstellen. Hi. Möchtest du noch etwas essen oder etwas trinken? Oh, ein Steak wäre super. Mhm. Ein Steak und ein... Oh Gott, ich muss Wasser trinken. Und ein Wasser. Okay. Ich schneide mal ab, ja? Dann ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Allzeit, Officer. Ruhigen Dienst. Ja? Natürlich, Ihnen auch ruhigen Dienst. Ne? Angenehmen Tag. Ciao. Danke. Ach nee, Abend, genau. Möchtest du die Steakplatte mit Pommes oder Veggies? Lass weg. Okay. Plus Wasser. Und okay. Wasser, genau. Natürlich. Wenn ich jetzt einen Saft trinke oder so, das wäre jetzt ein bisschen. Okay. Gar kein Problemo. Opa. Übrigens nicht zu empfehlen, so ein OP. Ist okay. Ich mag deine neue Haarfarbe und deine Frisur. Danke, ich auch. Mal gucken. Vielleicht werde ich die Frisur lassen, aber die Haarfarbe vielleicht mal ab und zu ändern. Oh, okay. Aber ja, mag ich auch. Wir haben es ja auch gleich schon wieder 10:30, ne? Geht ganz schnell. Destina, ich muss mal ganz kurz telefonieren, ne? Claro. Die haben den Kohlschränken hier viel zu nah aneinander. Das ist in Safe Zone viel besser. Ja, ich weiß, ich kenn's. Ich habe hier auch schon mal gearbeitet. Ah, okay. Magst du nicht mehr? Denn ich weiß nicht, ob ich... Also in Zukunft vielleicht, ja. Denn Senior Hunter hat mich am Freitag relativ spontan gefragt für den Bus. Ich hoffe, ist kein Problem. Nee, alles gut. Ich hab von Nancy schon... Ah, okay. ...die Info bekommen gehabt. Es ist ja auch... Es bietet sich ja auch wirklich an mit den Zeiten, ne? 17 bis 20 und dann 20 bis 23. Ja, bloß ich muss sagen, ich wollte ja eigentlich auch ein bisschen später machen, aber alles gut. Dann machst du halt ein bisschen früher. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich wollte die Öffnungszeiten für die Safe Zone eigentlich ein bisschen nach hinten verschieben. Ah. Aber alles gut, alles gut. Ich habe ja genug Leute, die auch spät machen wollen. Richtig. Und ich mache gern den Tea Time. Also zumindest mittwochs und freitags kann ich den sehr gut machen. Ich habe schon euch, also von Nino und von dir, habe ich halt ganz viel Lobhymnen gehört. Aber wir hatten neulich ein Problem, den wusste ich nicht. Es gibt diesen Senor Fuego, der ein bisschen uns den Beat anbietet. Ja. Und den MJ sagte, es wird nicht getickt in der Safe Zone. Wir müssen den irgendwie nochmal respektvoll darauf hinweisen, dass der nicht dienen darf. In der Safe Zone wird Gras getickt. Das ist eigentlich in Ordnung, aber es kommt halt drauf an, wer es ist. Es war ein Latino. Ich habe auch seine Nummer, wenn du möchtest. Na, okay. Möchtest du die Nummer? Noch nicht. Okay. Dann bitte einmal Essen und einmal Wasser. Perfekt. Sie, den sind 24. Okay. Aber du darfst tatsächlich noch ein Beilage, wenn du möchtest. Gracias. Nimm du die Beilage. Okay. Machen nichts.
esse und trinke, umso mehr muss ich auf Toilette. Und auf Toilette gehen ist gerade ein bisschen schwierig. Na, das kann ich mir vorstellen. Aber hat Operation soweit geklappt? Ja, alles gut. Okay. Ich habe es noch nicht gesehen und dementsprechend bin ich noch natürlich. Ja, ist ja noch alles verbunden. Oh, sie. Na, wirst du schon merken demnächst, ne? Ja. Noch helfen die Schmerztabletten und Schmerzmittel. Scheiße. Dass ich jetzt Auto fahre, ist eigentlich total illegal, aber ist egal. Ich hab nichts gehört. Ich hab auch nichts gemacht. Ich bin auch gar nicht weit gefahren. Ich hab MD noch beschwert. Ich war noch kurz beim MD. Okay. Ja. Ach, ich muss demnächst auch nochmal wegen Hormone, hä? Hi. Ich bin noch gar nicht eingestellt für diesen Start. Ich hab nur noch den alten zurück von Mexiko und irgendwie ist scheiße. Mhm. Den Dr. Bonny sagte so, ein Tablette nichts gut, hä? Ja, es gibt Tabletten, die sollte man nicht nehmen, richtig. Naja, ich habe ja meine Hormontablette, die ich schon über Jahre nehme. Richtig. Und sie sagte generell Salbe besser als Tabletten, weil Tabletten geht auf Leber. Oh, scheiße, stimmt. Also sie möchte mich umstellen auf Östrogen-Salben. Ah, okay, cool. Das wusste ich nicht, okay. Na, sagte auch aber keiner. Na, ich wusste auch nichts, ne? Der Arzt in Mexiko sagt, hier, Destina, nimmst du den Tabletten und den Tabletten? Und ich denke mich so, okay. Und ich wundere mich, warum Schilddrüse, Leber und Nieren bei mir so schlimm sind. Oh. Okay. Na, egal, gut, passt schon. Naja, Eistabletten, aber was willst du machen? Richtig. Ja, ich bin mal gespannt. Morgen den Führerschein sein und dann demnächst nochmal mit Dr. Bonny reden. Okay, was für ein Führerschein machst du? Auto und Motorrad. Aber morgen ist nur Theorie. Okay. Ich muss irgendwie für den Fahrtest nochmal einen Extratermin machen dann, ne? Okay. Na, wenn sie Zeit haben, dann fragst du einfach, ob du den Fahrtest vielleicht gleich danach machen kannst. Wenn sie Zeit haben. Aber dann muss ich bestimmt beides machen, oder? Auto fahren und Roller fahren. Eigentlich nicht. Ach so? Frag einfach mal. Ich denke, erstmal ein Roller reicht. Im Sommer. Im Winter können wir über ein Auto sprechen, aber... Ich habe damals gefragt gehabt, ob ich das gleich danach machen kann. Das ging dann halt auch. Ah, okay. Schön. Ja. Das kommt immer drauf an, was sie für Kapazitäten haben. Verstehe. Oh, Mann. Naja, jetzt geht's ausruhen ein bisschen. Ja, machen das. Nach so einer Operation. Komm sofort wieder. Jo. Ciao, ciao. Gleichfalls. Danke. Was ist das eigentlich für ein großes Auto? Welches? Ist das ein Granger oder ein Ranger? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es durch die Glasscheibe nicht erkennen. Okay. Echt nicht? Ist dunkel? Na gut. Das sieht aber nach, glaube ich, nach hinten aus. Oder bin ich doof? Es sieht aus, als hätte fast 6 Türen reingepasst. Das ist total lang. Ist so ein SUV Limousinen. Ich gehe mal heiser. Okay.
Es ist wirklich total lang. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Gleichfalls. Ciao. Hi. Gigi. Ich habe einen Tourbus gewonnen. Wie bitte? Ich habe einen Tag im Tourbus gewonnen. Beim Pride-Event ging es da runter? Nur bei dem Bus-Event. Ach, herzlichen Glückwunsch. Ich hatte den schnellsten Zeit mit Rasenmäher. Ja, hallöchen. Hola. Hi. Du kannst mir mal ein Cheesecake im Glas bringen. Ein Cheesecake im Glas. Okay, kommt sofort. Geht denn gut? Ja, mir geht's gut und dir? Sehr schön. Ja, mir auch. Das freut mich. Es ist ein schöner Sonntagabend. Mhm. Und es ist immer schön, an dem Strand zu sein. Bitteschön. Dankeschön, so Moment. Ja, das macht. Warte, ich glaube, 8 Dollar waren das. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Ach ja. Sie ist nett. Ich mag den Blick auf den Strand. Ja, der ist auch sehr schön. Mhm. Wie war dein Tag so? Meinen? Ich hab gearbeitet. Also. Ich meinte Nick, genau. Okay. Aber wie war deiner, das Dieter? Ich habe nur mit Mariko telefoniert den ganzen Tag. Ah, schon genau, das hast du ja schon erwähnt. Ja. Oh, warte mal, wird mich was sonst rufen? Wahrscheinlich Alex. Ja. Da rufe ich auch mal kurz zurück. Okay. Mach das. Viel gearbeitet, oh? Ja, muss man ja, ne? Mhm. Ich konnte erst später anfangen. Ich habe sehr viel mit Familie telefoniert heute. Ja, das muss auch mal sein, ne? Richtig. Nee, das ist auch wichtig. Ja, solange noch leben, ha? Huh? Mhm. Schon wieder verpasst. Egal. Ich meine, wenn schon wieder keine Zeit mehr? Oder? Nee, wir versuchen uns seit 2 Stunden zu erreichen, aber dann ist sie nicht erreichbar, dann bin ich nicht erreichbar. Oh, das ist schwierig. Ja, meine Güte. Christina, ich würde einmal ganz kurz auf die Toilette verschwinden. Natürlich. Ah, ja. Da waren nur noch 2. Ja, meine Güte. So ist die. Bringen wir auch so hin. Natürlich. Aber jetzt entspannen, ne? Langen Tag. Ja, noch mal ein bisschen. Sehr schön. Muss auch sein, natürlich. Ne? Natürlich. Ein bisschen vielleicht setzen an den Feuer oder an den Strand. Mit dem Cocktail, den ist auch sehr schön. Mhm. Also du hast ja gar keinen Cocktail, du hast ja nur ein Cheesecake. Möchtest du noch was trinken? Nee, gerade nicht. Okay. Ist jetzt gleich mein Cheesecake. Mhm. Und dann. Ja, lass uns meckeln. Dankeschön. Na claro. Mm-hmm.
netten Kundschaft. Sieh. Besser spät als gar nichts, ja? Manche Leute wollen wirklich sehr spät noch etwas. Hola. Oh Mann. Irgendwas Neues auf Venture. Ich habe noch gar nichts geguckt. Haben diesen Busfahrer Transit inzwischen den Losnummern nochmal reingeschrieben? Ja, die hatten die heute nochmal reingeschrieben. Ja. Ah, sehr gut. Ja, den wollten machen und ich wollte noch in Ruhe lesen. Da lese ich gleich zu Hause. Omega. Regel News, wo ist denn den? Muschel. Ay, caramba. Ja, muss ich suchen, ne? Ja. Sonst sucht er einfach nach Alice Transit. Seh. Es sind inzwischen schon wieder so viele Posts. Mm, ja. Ich glaube, die hat das auch irgendwann heute Nachmittag. Transit, Mitarbeiter, Administration. Warte, ich guck mal kurz mit. War den Mitarbeiter oder Administration? Ja, ich guck gerade mal mit. Wahrscheinlich Mitarbeiter. Schauen wir mal. NOS, nee. 17.06. Dann war es die Administration bestimmt. Administration. Ja, holt euch jetzt eure Gebiete. 18.06. 51, 52. Da stehen sowohl die Gewinnzahlen als auch die Gewinner der Rasenmäherrennen. Hey, ich hatte den Rasenmäher gewonnen. Also den so, Rennen. Ist der schon abgeholt? Ich muss den organisieren. Das ist ein Bustour. Den einen Tag mit dem Partybus. Oh, cool. Ja, aber muss ich es organisieren, ne? Muss ich ein paar Amigas fragen, die mitfahren. Und dann einen Termin finden für den Bus selber. Und dann machen einen kleinen Mädchenabend, eh? Na, das hört sich doch gut an. Okay. Ich würde einmal runtergehen, gucken, ob noch jemand was braucht. Okay. Setz dich ruhig, wenn du möchtest. Aber Derek kommt bestimmt auch sofort wieder. Okay. Ich bleib hier, alles gut. Okay, ja, denn Derek kommt bestimmt bald wieder. Ja. Möchtet ihr noch etwas? Wir haben gleich 11. Na, für mich nicht, vielen Dank. Okay. Für mich jedenfalls nicht. Also ihr dürft gerne bleiben, aber den Kuschen ist gleich vorbei. Ja, kein Problem. Danke fürs Fragen. Okay. Möchtet ihr noch etwas? Nein. Wir hätten gerade vor 2 Minuten erst unsere Hauptspeise. Ach so. Nee, ich meine nur, weil in halben Stunde dann ist Küchenschluss und so, ne? Ach so, nee, es ist sehr lieb, danke. Okay. Merci.
Möchtet ihr noch etwas? Nur gerade nicht. Okay. Ciao. Oh. Christina, dir auch gute Nacht. Gute Nacht. Demnächst. Wenn du möchtest, demnächst den Bus fahren, ha? Bus fahren. Sisi, ja. Ich hab doch den Bustour gewonnen. Ja. Für einen Tag. Genau. Ich hab gedacht, ich nehme im Prinzip alle Chicas mit. Mach ein Mädchenabend. Ja, gerne. Okay, bis dann. Bis dann. Sag so. Christina? Si. Die Union Grain liefert gleich. Ich würde einmal nach hinten gehen und das annehmen. Okay. Dann wärst du kurz hier vorne alleine, okay? Ja, kein Problem. Ich habe gerade nochmal unten gefragt. Die wollen alle nichts mehr essen. Okay, ich würde dann tatsächlich auch schon mal so langsam auf geschlossen stellen. Ist das okay für dich? Natürlich. Dann kommt zumindest vielleicht nicht mehr... Genau, dann werden wir jetzt nicht mehr überrannt. So ich wollte gerade sagen, dann kommen jetzt nicht die nächsten 50 Leute. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Gleichfalls. Tschüss. Danke. Gut, dann ist gut. Okay. Noch ein Rucksackbuch. So, da bin ich wieder. Na. Das freut mich. Natürlich. Du kannst ja mitkommen, Nick, wenn du möchtest. Ja. Wir sind gleich wieder da, Destina. Claro.
hast du gecheckt, ob die Bar offen ist, ne? Denkst du? Ich bin nicht doof. Na, das ist nicht mein erster Tag in Gastro. Schon verstanden, wie die Lagersysteme funktionieren. Aber es ist echt belastend, dass der Kühlschrank und der Schränke-Kühlschrank so eng gebaut sind, dass man da an den Getränkekühlschrank diagonal muss, um den überhaupt zu öffnen. Aber sonst ist die Location mega. So, allerletzten Songs. Wir werden noch mal gehen. Okay. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Dank. Abend. Hm? Gleichfalls. Merci. Okay, ciao, ciao. So, letzten Bestellung bitte. Ansonsten schönen Abend. Was? Letzte Runde, dann noch eine Flasche Tequila. Okay. Da machen wir sogar zwei Flaschen Tequila draus. Eine Flasche, zwei Flaschen noch, okay. Ja. Sieh, danach ist den Bar oben zu. Aber dann schaffen wir noch zwei Flaschen. Okay. Okay. Hola. Hallo Leute. Hola. Darf ich euch Pedro vorstellen? Guten Abend, Madame. Ciao. Flasche Tequila. Zwei Flaschen Tequila sind 120. Zwei mal 60 gleich 120.
ich mach ja schon. Ich wollte das vorhin eigentlich sogar machen. So. Den Senior mit den Ketten nehme ich's an. Ja. Nicht schlecht, Amiga, nicht schlecht. Ja, oder? Komm mal. Ich versuche, da durchzukommen. Hab ich das jetzt abonniert? Prinz, schau mal nach, habe ich das jetzt abonniert? Den Senior mit der Kette oder sie? Nee, ich mach das. Ja, mit der hübsch schwarzen Kette. Ah, okay. Natürlich. Mit der wunderschönen gelben Uhr. Das ist die Sportuhr. Ah, das ist wirklich eine schöne Uhr, natürlich. Wunderschöne gelbe Sportuhr. Kennen Sie die wunderschöne gelbe Sportuhr? Wie viel bekommst du? Den sind 120 für zwei Flaschen. 120, ich werde noch arm. Ja, aber dafür haben Sie zwei Flaschen. Das ist ein Argument, halt wirklich, ne? Den sind 12 Sots. Guten Appetit. Danke. Schönen Abend noch zusammen, ne? Adios. Sasau, adios. Ciao, ciao. Destina? Sie. Wenn du willst, kannst du deine Abrechnung schon machen. Hab es fertig. Ich okay. Überweise sofort. Alles klar, ich räume noch gerade den Rest ein. Okay. Die haben in letzter Minute noch zwei Flaschen Tequila gekauft. Okay. Ja, sehr cool. Haben gut eingenommen. Sie. Sie haben gesagt, Senores, letzte Songs. Und dann sagte er, okay, zwei Flaschen. Sehr schön. Sie. So, dann kannst du dich ruhig umziehen gehen. Sie. Manchmal ist es eine gute Idee zu sagen, ey, pass auf, wir machen zu. Wollt ihr noch was? Ja, so machen wir das immer. Sie. Okay. Ich fand's trotzdem nice, dass du direkt zwei Flaschen bestellt. Sind dann mal einfach noch $120.
Ich fand den sehr schön, dass er noch zwei Flaschen genommen hat. Ja, das ist auch super. Das ist sehr leicht zu kellnern und es gibt richtig, richtig Umsatz. Das stimmt. So, dann buenas noches, eh? Schönen Abend noch. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Ach, meine Zigaretten. Wollte ich in den Spind lassen. Dann habe ich an jedem Arbeitsplatz eine Packung Zigaretten für Notfall. Das ist gut. Sieh. Das muss ich mir auch merken. Ich habe bei Safe Zone eine Packung Zigaretten, ich habe zu Hause eine Packung Zigaretten, ich habe jetzt hier eine Packung Zigaretten. Irgendwann ist. Sieh. Irgendwann gehen die Zigaretten aus und dann scheiße. Das stimmt. So, dann schau ich mal. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ne? Auch so, ich schau mal, ob ich noch zu dem Bus kann. Okay. Heute nicht. Mein Fahrrad ist hier hinten. Running, come on. You bitch. So, einmal Vollgas den Berg hoch. Ah, sehr schön. Da habe ich Zigaretten an beiden Arbeitsplätzen und zu Hause auch. So, dann hole ich morgen die Gewinne vom Bus. Und dann passt das. So. Kühlschrank aufgeschlossen. Zweimal Apfelsaft. Noch ein so ein Nudelsalat als Base. So. Kühlschrank abschließen. Hier aufschließen. Hier sind die ganzen Bustickets. Muss ich morgen dran denken. Ich lasse die aber noch eingeschlossen. Lager abgeschlossen, passt. Und Kleiderschrank.
So. Ich lasse das Outfit noch an morgen. Okay. Dann schaue ich einmal wegen Raid. Das mit dem RDP, da sind wir hinterhergekommen, nachdem der erste Schwung Bestellung weggerollplayed war. Musste man halt ein bisschen mit dem Roleplay Gas geben und dem Notizblock und dann war das eher so ein Thema von ja, RDP nachtragen. Aber das ja, ging ja mit dem Notizblock. Okay, Zuschauer haben wir nicht, dann ist das in Ordnung. Dann beende ich das an der Stelle und sage, je nachdem, wann ihr es wieder seht, wünsche ich euch einen schönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Ciao.